Hi. Ich bin auch wieder da, hä? Besser gesagt, ich bin wieder raus. Mit meinem neuen Schlafanzug. Gefällt Ihnen der Style? Ja, der sitzt. Der den gemacht hat, sitzt auch. Ich persönlich stehe lieber. Letzte Jahr ich konnte leider nicht kommen. Ich bin zu viel gesessen. Letztes Jahr, ich hätte in Las Vegas auftreten können. In Las Vegas für 70.000 Dollar. Ich hatte leider das Geld nicht auftreiben können. Also musste ich mir etwas einfallen lassen. Viele Leute sagen, ich wäre kriminell. Oh no, ich sage, jede Mülltonne ist bereits kriminell, wenn sie aus getrennten Verhältnissen stammt. Der Richter hat gesagt, Herr Capone, bekennen Sie sich schuldig. Ich habe gesagt, Herr Richter, ich muss erst einmal hören, was die Zeugen alles wissen. Ich sage, ich kann es Ihnen eh nicht recht machen. Breche ich ein, werde ich verurteilt. Breche ich aus, werde ich auch verurteilt. Der Richter schaut mir ganz tief in die Augen und sagt, ich kenne Sie doch. Hab Sie schon tausendmal gesehen. Sage, kann sein, Herr Richter. Ich war 4 Monate Türsteher im Swingerclub Laguna zu. Daraufhin wurde der Richter, wie sagt man auf Deutsch, ausgetauscht. Der neue Richter hat gesagt, Herr Capone, ich spreche Sie frei von der Anklage, 70.000 Dollar entwendet zu haben. Ich war so glücklich. Ich sagte, mille grazie, Herr Richter, mille grazie. Heißt das, ich darf die ganze Kohle behalten? Dann haben sie mich doch noch abgeführt. Das war ein komisches Hotel, hieß Galgenberger Rusticale. Gehört zur Gruppe Sing Sing Interknacki. Zimmer nur 10 Quadratmeter, kein Fenster, kein TV, kein Telefon. Und der schlimmste Zimmerservice kommt schon um 5 Uhr früh. Aber war molto interessant, ja, war molto, weil meine Zelle war gleich neben der vom Schönheitschirurgen von Angela Merkel. Dafür kann ich nichts. Der Richter, der Wärter ist gekommen, hat gesagt, du bist Italiano. Wir müssen machen einen Deutsch-Test. Wenn ich zu dir sage, du hättest nicht geboren werden sollen, welche grammatikalische Zeit ist das? Ich habe gesagt, ganz klar, Präservativ-Defekt. Dann haben sie mich zum Direktore geschleppt. Der Direktore hat gesagt, Silvester, bis heute Mittag 1 Uhr muss deine Zelle blitzsauber sein. Da kommt Finanzminister Eichel. Ich sage, Donnerwetter, habt ihr den jetzt auch endlich geschnappt? Ich habe gleich Gerhard Schröder angerufen und habe gesagt, Gerhard, ich war 5 Monate dein Bodyguard. Hol mich hier raus. Was machst du? Spielst du Golf? Und Schröder hat gesagt, nein, Silvester, das Spiel von Loch zu Loch, das ist doch mehr was für den Finanzminister, ne? Ich bin gern Kanzler. Es ist schön, in Deutschland Kanzler zu sein. Schau, die Franzosen, die essen gern, nicht? Die Engländer essen gern schlecht. Die Italiener essen gern laut und meine Deutschen, die schlucken einfach alles. Einer meiner Mitbewohner war ein Ami. Der fing eines Tages selber an zu kochen. Ich sage, Johnny, du hast keine Ahnung vom Kochen. Und er, wieso? Ich sage, weil deine Ochsenschwanz zu bewedelt. Aber der Johnny war verrückt. Eines Tages hat sich nackt ausgezogen, hat genommen eine Sitzbad in Wodka. Hat er gedacht, er bekommt russische Eier.
Hey, ihr Amis, ihr müsst ein bisschen besser aufpassen. Ne? Der Typ, der immer neben Gerhard Schröder steht, ist Wolfgang Thierse und nix Fidel Castro. Eines Tages, es klopft an meiner Zellentür, wer steht davor? Tatjana Xell. Ich sage, was naschst du, Tatjana? Sie sagt, eine Prinzenrolle. Normal, eh? Die Tatjana musste etwas länger bleiben. Sie hat gesagt, wenn sie wieder rauskommt, möchte sie in die Politik, hat ihre Oberweite noch einmal vergrößern lassen. Ich sage, was hat das mit Politik zu tun? Ich sage, sie hat gehört, wenn eine Frau wegen ihrer Oberweite ins Parlament gewählt wird, bekommt sie ein Überhangmandat. Jetzt haben sie wieder erfunden ein Unwort des Jahres, ja? Humankapital. Ja? Aber für mich, mein persönliches Unwort des Jahres war Trainerfindungskommission, als sie gesucht haben Nachfolger für Rudi Völler. Grande Spektakel, eh? Ich habe gleich Franz Beckenbauer angerufen. Ich habe gesagt, Franz, was soll das mit dieser Trainerfindungskommission? Eh? Warum habt ihr Johannes Hesters nach 2 Tagen vor dieser Liste gestrichen? Franz hat gesagt, ja gut, der Johannes hieß das, der wäre schon einer gewesen, das ist klar, er war ja frei, er war verfügbar, hätte das gemacht, aber Simone als Co-Trainerin, da wären so viele Bälle im Spiel gewesen. Ich habe gesagt, Franz, aus Expertenkreisen war immer auch der Name Roberto Blanco im Gespräch. Ja gut, Roberto, der hätte das gemacht, er war ja frei, er war verfügbar. Mit dem Roberto hätten unsere Spieler eines immer gehabt, immer Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann geht die Frau von ganz allein. Aber heißt das, Franz, Sie hätte den Roberto noch eher genommen als den Lothar Matthäus? Ja gut, wir haben gesagt, ein deutschsprachiger Ausländer darf es schon sein. Und wie seid ihr dann auf diesen Klinsmann gekommen? Ja gut, das war relativ schnell entschieden. Mein Vorfeller hat gesagt, Osterhase. Ich habe gesagt, Weihnachtsmann. Dann haben wir beide gesagt, Klinsmann. Das reimt sich. Fußball ist einfach. Mein Lieblingsclub in Italien ist AC Milano. Und mein Lieblingsclub in Deutschland ist Club aus Nürnberg, FCN. Ah, ich liebe diesen Verein. Ist der erfolgreichste Verein der letzten 10 Jahre. Kein Verein ist in den letzten 10 Jahren so oft aufgestiegen in Primera Division wie Club. Aber in diese scheiß Knast, ich konnte nicht schauen, Bundesliga. Also ich musste jeden Samstagabend anrufen, meinen Freund, il Presidente Michael Arot. Sie kennen ihn, diese kleine, weißbärtige Fußball-Hobbit aus Mittelerde. Mittelfranken. Ich habe gesagt, Michael, wie geht's dir um Club in Bundesliga? Und Michael hat gesagt, ja, wir freuen uns natürlich, dass wir wieder in der ersten Liga spielen, das ist ganz klar. Ne? Da haben wir, unser Trainer hat ja viele Granaten eingekauft. Jetzt müssen wir halt schauen, dass die auch einschlagen. Ne? Ich habe mit all meinen Spielern gesprochen. Ich habe wieder einmal meine Waffensammlung rausgezogen. Jeder Spieler, der beim Club spielt, muss wissen, wie man eine Winchester reinigt, wie man sie lädt und vor allen Dingen, wie man sie abfeuert. Hey Michael, ich habe gehört, du hast dir einen Hund gekauft. Ja, das ist klar. Ich habe mir einen Hund zugelegt, weil es ist alles so aufregend beim Club.
Es ist halt so, wenn der Club immer seine Heimspiele verliert, dann zerbeißt der Hund mir meine Kissen. Er macht mir einen großen Haufen auf meinen Teppich. Das ist unangenehm. Hey Michael, was macht denn dein Hund, wenn der Club sein Heimspiel gewinnt? Das kann ich nicht sagen, ich habe ihn erst ein halbes Jahr. Pamela, letzte Freigang, als ich komme nach Hause, also wieder in die Knast, der ganze Gefangenenhof voller Gefangene, in der Mitte eine große Biene und auf der Biene hatten sie engagiert Deutschlands größte Comedian, Michael Mittermeier. Der war in Amerika, hat erzählt. Ich war jetzt ein halbes Jahr in Amerika. Was ist in Amerika? Und wenn man dann nach Europa zurückkommt, dann stellt man fest, alles hat sich verändert. Alles hat sich verändert. Der James Bond, der raucht nicht mehr. Der James Bond trinkt nicht mehr. Der James Bond wird monogam. Bald wird es heißen, mein Name ist Stoiber. Aber der Michael erinnert mich immer an meinen eigenen Sohn. Er ist jetzt 22 und macht seine Grundausbildung in Palermo. Bei seinem Onkel Don Rigatoni al Forno. Ich weiß noch an seine erste Kommunion. Ich habe ihn eine Walter 38 gekauft. 9 mm. In Silber mit Koffer. Man muss die Jungs doch aufs Leben vorbereiten. Aber was macht der Kerl? Der tauscht sie mit seinem besten Freund gegen eine Rolex-Uhr. Ich musste mich also mit ihm unterhalten. Ich habe gesagt, Giancarlo, schau. Du bist 16, du bist 17, 18, du verliebst dich in eine hübsche Signorina. Ihr heiratet, ihr bekommt viele, molto bambini. Und an einem schönen Tages, du kommst vielleicht etwas früher vor deine letzte Dreh nach Hause. Und erwischt deine Frau mit einem anderen Kerl im Bett. Und jetzt frage ich dich, Giancarlo, was willst du dann machen? Willst du dann auf deine Uhr schauen und warten, wie lange es noch dauert? Und pass immer auf, was du zu ihr sagst. Schau mich an, ich musste mich scheiden lassen nach 30 Jahren Ehe. Nur weil ich deine Mama das erste Mal geduzt hatte. Sie hat zu mir gesagt, weißt du eigentlich, Silvester, dass wir seit 4 Monaten keine Sex mehr hatten? Ich habe nur gesagt, du vielleicht. Wir haben uns angeschrien, hä? Ich habe gesagt, wenn du stirbst, stell ich deinen Grabstein hin, worauf steht, hier liegt meine Frau wie immer kalt. Und sie hat mich angeschrien und gesagt, wenn du stirbst, stell ich deinen Grabstein hin, worauf steht, hier liegt mein Mann endlich steif. Ja, ja, aber manche, viele Ehen, viele Ehen gehen kaputt, weil es an Bildung mangelt. Hä? Unsere Präsidente Bavarese, Senior Edmund Stoiber, mein Edmundo, er hat's kapiert. Zum Thema Bildung, er hat gesagt, meine Damen und Herren, ich darf heute auf etwas hinweisen. Das Bildungsniveau in Deutschland ist unter aller Kanone. 75% aller Deutschen halten heute noch den Dalai Lama für den Ex-Mann von Dalia Lavi. Und warum? Weil sie die falschen Bücher lesen. Da geht einer in den Dschungel, kommt nach Hause, schreibt eine Biografie. Meine Damen und Herren, ich habe gelesen, Dolly Buster. Dolly Buster schreibt ihre Biografien auf Bali. Ich frage mich seit Wochen, wer verdammt ist dieser Bali?
Und dann haben sie gebracht Max Strauß in Zelle 3756. Der war molte fix und foxy. Ich habe mir den aufgebaut. Ich habe gesagt, Max, denk an deinen Vater, den seligen Franz Josef, was der alles gedreht hat. Aber er sagt, der brauche ich gar nicht an ihn zu denken. Er höre seine Stimme jeden Abend in seinem Gebet. Er hört viele Stimmen, die von Schröder, die von Strauß. Ich sage, was sagen die? Komm, lieber Herr, schütz dieses Haus, schütz Edmund, meine Stäubermaus. Lass ihn noch viele Siege feiern, aber lass ihn auch in Bayern. Hello!